Hey und hallo zu Sips 3, dem Inselparadies mit Lee Pumpkin und Maya Ocean. Ja, Lee hat Feierabend und sie ruht sich hier noch ein bisschen aus und sonnt sich. Aber ich würde sagen, wir haben hier noch ein bisschen was vor und wir gucken mal gleich zunächst, was eigentlich dieses Tauchenlevel, obwohl sie hat auch kein Haar, Quatsch, sie hat eigentlich alles Hunger und sie muss pinkeln und sie sollte mal nach Hause fahren. Okay, wir haben uns das alles überlegt, wir fahren jetzt erstmal nach Hause und schauen mal, wie es dann weitergeht. Und da ist sie auch in einem Tauchbezirk und könnte vielleicht da noch mal tauchen gehen, wenn sie da irgendwie fertig ist. So, okay. Ab geht's. Gut, dann beruhige dich mal wieder ein bisschen und dann gucken wir mal gleich hier, ob wir hier mal reingucken können. Oh. Ich wollte eigentlich, dass du mal ins Badezimmer gehst, weil, gut, schlafen gehen ist auch wichtig, aber, und nach dem Hunger. Was denn jetzt? Und hungermäßig guckst du auch mal, das verdorbene Essen muss ausgeräumt werden und, dann, wenn du da fertig bist, schau mal gleich mal nach. Wie ist das? Komm, du bist im Bad. Gut, es fängt ja gleich super wieder an. Oh, wer ist hier? Hier sind Leute. Die sind schon wieder weg. Torio. Und der? Theodor. So, räumen wir den Kühlschrank aus und dann kicken wir mal. Gut, jetzt müssen wir sehen, irgendwas zu öffnen. Bla. Jetzt hat sie. Ah, jetzt hat sie nämlich auch gar nichts mehr drin. Sie müsste also neu kochen. Und dann machen wir das mal. Was gibt's hier? Abendessen? Ja klar, es ist Abend. Okay, Abendessen servieren. Also ich glaube, ihr hört das ja nicht, aber ich höre immer diesen Kraken. Ich kann nicht weiter zurück irgendwie mit der Kamera. Ich höre den immer vorbeiziehen. Das finde ich schon cool irgendwie. Jetzt zeigt er sich auf einmal. Erst hat er sich ja gar nicht gezeigt. Und was haben wir denn jetzt gemacht? Wir haben jetzt Kochen gemacht. Tuff Surprise macht sie jetzt. Dann los, dann koch mal jetzt schönes Essen. So, bezahlt haben wir auch. Und dann ja, gut, der Kühlschrank. Ja, es wird auch Zeit, dass hier endlich mal eine neue Bude rankommt oder so. Was macht eigentlich Maya? Wo ist sie? Sie ist tauchen. Gut, ihr geht's gut oder wie geht's ihr? Sie ist auch langsam etwas müde. Bewässerung ist okay bei ihr. Dann lassen wir sie noch ein bisschen. Ja, aber bevor du schlafen gehst, Lee, gehst du erstmal hier essen. Irgendwie muss Essen sein, ja. So, sie rührt und macht und knetet und was kommt raus? Topf Surprise. Ich glaube, jetzt kommt die Maya nach Hause. Da ist sie. Gut, das ist cool. So, du kannst sie ja mal kurz ansprechen und um Verabredung bitten. Okay, was gibt's noch? Nach Tag fragen, wie man das so macht, ne? Ein Spezial hast du auch? Was ist speziell bei dir? Romantisch. Du küsst sie mal. Ja, obwohl Lee geht's auch schon ganz schön schlecht, weil sie einfach nur müde ist. Also ich glaube, sie muss erst fertig kochen, bevor sie dann irgendwie mit Maya kommunizieren kann. Und essen wird sie auch noch. Tja, das muss man eben abwarten. So, und das hier packen wir beiseite, wenn es dann. Ah, jetzt. Von hier hinten geht das nicht. Also ich weiß, was ist denn das jetzt hier?
Okay, jetzt hat's geklappt. So, Maya steht rum. Was wollte sie eigentlich tun? Ich weiß nicht, was sie wollte. Ins Bett gehen vielleicht. Ihr ist schlecht. Damit haben wir ja im Moment ein bisschen Erfahrung. Sie hat sich aufgegessen oder was ist hier los? Doch. Na siehste. Los, komm, ein Kuss noch und dann geht's ins Bett. Sag mal, seid ihr doof? Okay, dann drehen wir das Ding um. Dann machst du das jetzt und flirtest ein bisschen. Ach, guck mal, da geht's doch. Und dann gibst du ihr sofort einen Schwebekurs und entschuldigst dich mal dafür, dass du jetzt hier irgendwie... Scheiße gemacht hast. So. Okay, Techtelmechtel und das gibt's auch noch und dann geht's ab zum Schlafen. Gut, Techtelmechtel haben wir schon tausendmal zugeguckt, aber dann, genau, mir fällt gerade ein, dass wir dann irgendwie nach dem Einhauen nochmal uns umsehen. Und, ich weiß ja nicht, Maya, wie fühlst du dich? Noch ist sie, naja, nicht so dolle. Sie ruft uns und liegt neben dir. Siehst du das nicht? So, jetzt können die nämlich schlafen und wir gucken mal, ob wir das Einhorn irgendwo sehen. Das ist ja meistens hier unten die Ecke. Ne. Gut, Einhörner gibt's halt nicht und dann werden wir noch ein bisschen warten müssen. Den anderen größeren Inseln auch nicht. Aha. Ja, schade. So, hier wird geschlafen. Also sehen wir uns dann morgen früh wieder. Jo, Lee ist wieder aufgewacht irgendwie. Mal gucken hier. Obwohl, sie ist noch gar nicht fertig mit Schlafen. Sie sollte schon mal noch zu Ende schlafen. Das machen wir noch. Das hat keinen Sinn, sonst stehst du nachher nicht irgendwie richtig auf den Beinen. Sie ist sehr krank. Okay, Lee ist kotzen. Die ganze Zeit schläft man hier auf diesem Hausboot und ist dann seekrank zum Schluss. Ist natürlich die Frage, ob man das Boot nicht doch lieber, das Hausboot, dann nicht doch lieber in den Hafen stellt. So, wir holen die Ressorteinnahmen ab. Das Ressort. Telefon, 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 Telefon. Okay, geh mal ran, wir sind ja. Nein. Zu spät. Naja. Gehst du nicht ran. So, ich wollte die Ressorteinnahmen abholen. Das wollte ich. Das war bestimmt jetzt... Warum sind das nur einmal Ressorteinnahmen? Aha, hier sind die zweiten. So, gut, ist ja schon ein bisschen mehr geworden. Es sind ja schon 24.000 gewesen. Und wenn die hier schlafen, haben wir noch die Möglichkeit, ja, da irgendwas mit dem Ressort zu machen. Jetzt muss ich mal kicken. Wo sind wir hier eigentlich? Ist auch jedes Mal dasselbe. Dass man das erstmal sucht. So, das ist unser altes Ressort. Ich glaube, das ging hier oben irgendwo lang. So, und schon stehen wir da und wissen überhaupt nicht, wo es sein könnte. Es muss ja eine Insel sein, ne? Würde ich mal sagen. So, hier gibt es auch noch eine Insel zu entdecken und wir sind ja noch nicht ganz fertig. Da ist unser Ressort. So, in voller Pracht. Irgendwas macht sie hier? Nichts, schlafen.
Okay, da sind wir schon. Das ist aufgewertet. Und dann machen wir hier weiter. Aufwerten 10. Naja, ganz schaffen werden wir das nicht. Das hier noch. Und das hier noch. Und jetzt versuche ich irgendwie. Okay, eins können wir noch. Und die letzten beiden bleiben dann übrig. Gut, Farbschema ändern und so weiter. Das ist hier unten sowieso unwichtig. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Sind wir eigentlich schon fertig hier? Maya ist aufgestanden. So, Maya, wie geht's dir? Du brauchst hier nicht zu kochen. Maya kocht. Dann lass mal sie mal kurz fertig kochen, sonst brennt hier irgendwie das Essen an. Das muss ja nicht sein. Es ist zwar ziemlich Quatsch, dass du kochst, aber was gibt's denn bei dir? Im Ofen zubereiten kann man leider nicht sehen. Der Herd ist dreckig. Denn ansonsten machst du dir keine Freude mit irgendwelchen weltlichen Essen hier. Überhaupt nicht. Jo, ansonsten habe ich mir hier für die Sims 3 auch ein bisschen was anderes überlegt. Wir werden mit Maya und mit Lee in die Zukunft reisen. Ich denke, das wird ein guter Ausgleich sein zum Inselparadies. Das Inselparadies wird natürlich weiter bestehen. Sie werden auch hier wohnen. Und, aber sie werden in die Zukunft reisen, ihre Verwandten treffen aus der Zukunft. Und sich mit Robotern befassen und was es dort alles so gibt. So, auch in ihrer Freizeit. Wenn es gar nicht anders geht, dann muss die Lieder auch aufhören zu arbeiten. So, wie ist denn das jetzt hier? Bist du? Also Maya isst jetzt hier auch ihre Pfannkuchen. Das finde ich ein bisschen doof. Du darfst mal einen tragischen Clownfisch. Ja, Clownfisch wollte ich sagen. Und Seetang. Ja, wir müssten immer raufdrücken können. Einmal und zweimal. Ich glaube, du isst gleich drei. Genug haben wir. Und wenn du die alle aufgegessen hast, dann kannst du auch mal gucken, dass du hier säubern bist, makellos. Das ist gut. Li, wie geht's dir? Li hat Hunger und ein bisschen pinkeln muss sie auch, obwohl es nur ein kleines bisschen ist. So, ab ins Bad und danach nimmst du dir mal hier Reste essen. Wir haben ja zwei. Kannst ja hier Mayas Waffeln mal kosten. So, und ich glaube, hier irgendwie in 2, 3 Tagen können wir dann auch schon wieder gucken, was unsere anderen Immobilien so machen, was die so abgeworfen haben. Da ist schon wieder der Krake. Ja, hier drüben. Also wie gesagt, man hört den. Kann man da eigentlich runtertauchen zu dem? Na gut, wir sind jetzt eh nicht unten. Ich finde, der ist ganz schön oft hier in unserem Haus. Aber wir sind ja Freund vom Kraken. Also dürfte uns da nichts passieren. Gut. Vielleicht sollten wir dem Kraken einen Namen geben. Wieso kann ich jetzt hier nicht runter? Hopp. Gut, irgendwie würde ich mit Lee aber gerne nochmal tauchen gehen und sehen, ob das mit dem Tauchlevel klappt und so weiter, denn irgendwie brauchen wir das ja auch. Sie ist ja immer noch Level 8, aber irgendwie hat sie doch hier was gelevelt. Bin ich aber, der Strich ist immer noch an der gleichen Stelle. So, das ist irgendwie kaputt und da kannst du, ja, Lee, das ist deine Aufgabe. Reparieren. So, alles in einem reparieren. Brauchst du nicht wischen, Maya, hat keinen Sinn. Ja, eben. Genau, das ist nämlich kaputt. Und sollten sie jetzt zusammentauchen? Nein, ich glaube, sie sollten nicht zusammentauchen. Das ist cool, die räumt gleich den Teller weg und so. Oh.
So, was machst du denn? Dauert das noch, oder? Also ich meine, sie hat doch irgendwie zumindest dieses Tauchlevel gelevelt, als sie ja geschnorchelt ist und so weiter. Was ist mit dir? Was hast du denn jetzt hier kaputt? Warum macht sie denn alles kaputt? Verstehe ich nicht. Oh. Du brauchst mit ihr nicht rummeckern. Hat keinen Sinn, musst du eh reparieren. Der zieht hier seine Kreise. So. Lee repariert wie verrückt und ich glaube, sie ist auch schon relativ schnell. Ein neues Level haben wir auch oder was haben wir jetzt hier? Zeig mal. So, reparieren ist aktuell Level 5. Okay. So, und jetzt gehen wir mal gucken, ob das irgendwie mit unserem Level hier mit dem Tauchen klappt. Das wäre echt toll. Wo ist das? Hier. Fährt sie eigentlich mit dem Boot hin? Wo bist du denn? Was macht denn eigentlich unser Briefkasten? Nichts. Okay, der... Ah, ja, das ist nicht uninteressant. Sie fährt mit dem Boot zum Tauchen. So, wie ist das, wenn dieser Krake jetzt hier vorbeikommt? Fährt er uns um oder was macht er? Und jetzt hat sie auch einen Balken auf dem Kopf. Die ganze Zeit. So, na kicken wir mal, was gibt's denn hier so? Irgendwelche Fische würde ich gerne fangen. Ich weiß gar nicht noch nicht genau, wo ich hier bin. Da. Ja, der ist doch ganz cool. Den nehmen wir gleich mit. Den fängt sie mal und was ist mit Emily? Haben wir da hier dauernd. Kann man das eigentlich auch aufsammeln hier? Was ist das? Wie sehen die so groß aus hier? Ist das schon mal aufgefallen? Sie sammelt auch eine Muschel und Lee, wo bist denn du? Da ist sie. Gut, also den ersten hat sie schon und dann kicken wir mal weiter. Die Muschel kann sie auch einsammeln. Ach, guck mal hier. Das ist ja eher, also ich sag mal ganz ehrlich, das ist eher Zufall. Aber das ist eine Flaschenpost. Mit der Flaschenpost haben wir inzwischen schlechte Erfahrungen gemacht. Oh, 916. Im Wert von... Aha. Die Venusmuschel ist 916 Simmelons wert. Das ist ein richtiges teures Teil, würde ich sagen. Und was ist mit der Flaschenpost? Okay, die ist selten, ist 62 Simmelons wert und es wäre cool. Nein, ich glaube das. Diese blöden Flaschenpostteile, das sind irgendwelche Rezepte immer und naja, das ist Faxenkram. So, jetzt bin ich glaube ich außerhalb vom Tauchbezirk. Schon zu weit und gut, haben wir denn nochmal so eine Kiste hier oder sind die immer noch offen? Wo ist sie eigentlich hier? Wo sind die ganzen Höhlen hier drüben? Hier ist eine Höhle. Aber die wollen wir ja gar nicht. Aber in der Nähe von den Höhlen sind auch die Kisten. Hier ist die Kiste. Gut, braucht man nicht. Achso, wir können ja ein bisschen von dem Seetang mitnehmen hier für Maya und da freut die sich. So, ernten und was, jetzt möchte ich doch mal wissen, wo ist denn das jetzt?
So, ist ein bisschen gestiegen, oder? Ist ein bisschen mehr geworden. Sieht so aus. So, Seetang hat sie gesammelt. Also dann werden wir das mal richtig ausbooten hier. So lange wie sie kann, soll sie auch tauchen. Das scheint jetzt wieder irgendwie hier zu funktionieren. Ach, kriegt man hier so einen Clownfisch, den kann die Maya dann auch essen. Aber ich krieg ihn nicht, weil es im Moment nicht klickt. Jetzt ist er weg. So, den fängst du auch. Ist ja egal, mitnehmen. Und das ist irgendwie hier die falsche Richtung. Da ist. Was ist denn das jetzt für ein Ton? Oh, sie fühlt sich krank. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt so. Ob das so ernst zu nehmen ist, man muss mal gucken. Das ist wohl das Zeichen hier unten. Hier, das hier. Aha. Sie ist also mit Schnupfen tauchen. Na gut, vielleicht hat sie sich von mir angesteckt. Es wäre schön, wenn wir hier noch was finden würden. Aber wie gesagt, hier auf dem Boden sieht man ja eh schlecht. So, wie lange kann sie denn? Auf wie viel Luft hat sie noch? Circa 3 Stunden. Das nutze ich trotzdem aus. Und gut, also jetzt scheint das mit dem Tauchlevel zu funktionieren. Ja, seht ihr das? Was gibt es hier sonst noch? Sie guckt und macht. Ja, wenn nicht, dann gehen wir noch ein bisschen was ernten, ne? Hier ist noch so ein Clownfisch. Zack. Ja, der ist zu schnell. Hihi. Gut, ernten geht auch noch. Dann haben wir ein bisschen was zu tun. Und ich schau mal, wo. Lee, wo bist du? Hier unten ist er. Ist doch keiner weiter hier mit unten, ne? Wie ist das? Kann man die Maya eigentlich hier runterholen oder geht das nicht? Maya guckt Fernsehen. Nee, kann man nicht. Man müsste oben sagen, geh tauchen. So, den Fisch hat sie gefangen. Und jetzt geht sie bloß noch ernten. Wie weit ist das? 2 Stunden hat sie noch Zeit. Ist ein bisschen langweilig, wenn hier nichts zu tun ist hier, muss ich sagen. Ein bisschen ernten und so weiter. Und es ist auch wirklich niemand da und auch keine anderen See- oder Meerjungfrauen, Männer und Frauen. Ja, wäre schon schön, wenn wir dann auch mal irgendwie in das andere, in den anderen Tauchbezirk kämen. Hier ist der Hai. Wer ist denn hier hinten? Hast du jetzt in die Hosen gepinkelt oder was? Nein. So, dann beobachten wir ein bisschen den Hai, mal sehen, was der so sagt. Das sind ja wohl 2 Haie. Das werden ja mal mehr, den kannst du auch mal beobachten. Okay, der Hai bleibt auch in der Nähe. Aber wir sind ja Krakenkumpel, also das heißt, vielleicht hilft er uns. Wer weiß. So, es ist schon wieder abends, da hat sie heute den ganzen Tag hier unten beim Tauchen verbracht, ne? Und ich muss mal sagen, dass die Tauchfähigkeit, naja, sie ist gestiegen, aber nur mühevoll, muss ich. Ist schon blöd. Vielleicht sollten wir doch nochmal in andere Tauchbezirke fahren, um zu sehen, was die Truhen dort machen, wie wir das schon mal gemacht haben und damit sich das irgendwie ein bisschen lohnt. Mir nicht immer dasselbe sehen, das ist dann auch langweilig. So, die glotzt nach den Haien und die sehen irgendwie auch verschieden aus, ne? Einer ist so ein bisschen getigert, der andere nicht. Und sie umkreisen jetzt hier unsere Lee. Der ist auch ein bisschen kleiner irgendwie. Was liegt hier hinten? Oh cool, so ein Krebs. Den holen wir uns mal. Wer weiß, was das ist?
Ja, sieht irgendwie cool aus. Also, bist du schon da? Okay, sie hat bereits flachen Atem und sollte dann, gut, jetzt gehen wir aus der Pflanze da raus und dann, zack. Na gut, der ist nicht so viel wert, das ist ein Einsiedler-Ding und, okay, dann mach mal dich nach oben. Hier noch irgendwas passiert, muss ja auch nicht sein. Geht nicht? Oder was ist hier los? So, Spitze. Hier schwimmt auch noch jemand. Immer und ja gut, ab nach Hause und dann gucken wir mal kurz ins Inventar noch und was haben wir denn hier? Fische. Ohne Ende. Die Muschel? Ne, ich verkaufe die Muschel. Was soll ich damit? Ich will hier nicht hin. So, kann ich irgendwas machen mit der Flaschenpost? Nee. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da richtig verhalte. Da steht nur Blödsinn drin und das muss ja nicht sein. So, das ist hier Maya ihrs und das verkaufen wir. So, Lee, wo bist du denn? Und da ist auch die Maya. So, jetzt gibt's erstmal hier Tang. So, bitteschön. Und hier hast du noch zwei Fische, die kann man auch essen und einwandfrei. So schlecht geht's dir gar nicht. Oh, sie massiert. Okay. Gut, du kannst hier mal Waffeln essen. Was ist denn hier los? Das will ich gar nicht hier auf. Okay. Teller nehmen und wie sieht es denn bei Maya aus? Hast du Hunger? Du hast Hunger. Okay. Nee, du kannst aber essen. So, Maya isst. Und Bewässerung haut auch nicht so gut hin. Dann gehst du nochmal ins Bad hier, benutzt das. Und danach gehst du schlafen. Und bei Lee machen wir das ähnlich. Sie ist gerade beim Essen. Sie muss allerdings nicht mehr hier rein. Sie geht dann auch schlafen. So. Damit ist ja schon wieder ein Tag rum hier. Und der Part ist auch an dieser Stelle zu Ende. Schön, dass ihr da gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst es euch gut gehen. Tschüss.